Eilmeldung, es gibt Schüsse bzw. es gibt anscheinend Maschinenpistolenfeuer in München. Ich habe einen Videoclip, zählt mal die Schüsse. Ich konnte 35, 37 circa zählen, Minimum. Das Ganze ist vor dem israelischen Generalkonsulat aktuell passiert in München. Das Brisante an der Sache, genau heute jährt sich das Olympia-Attentat vom 5. September 1972. Ihr erinnert euch an die entführte Lufthansa-Maschine. Es gab damals 11 der 14 Olympiateilnehmer, die als Geiseln genommen wurden, sind ermordet worden. Es ist ganz in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums in München und man muss hier von einem Terroranschlag ausgehen. Nichts anderes wird es sein, wenn ihr so viele Schüsse hört. Das ist auch mehr als in ein übliches Magazin eine Handfeuerwaffe passt. Natürlich könnten es jetzt Täter sein, die einfach zwei Handfeuerwaffen hatten. Allerdings ist im Moment alles wirklich reinste Spekulation. Es wird jetzt vermutlich ganz München abgeriegelt. Es läuft jetzt wahrscheinlich einer der größten Einsätze. Ich erwarte auch, dass hier aus Berlin gleich die Helikopter starten, der GSG 9, dass man hier zu einem Anti-Terror-Einsatz ausrückt. Eventuell wird man vielleicht sogar das KSK zur Hilfe rufen, das da unten etwas näher in der Nähe sitzt. Ja, das darf im Inland nicht benutzt werden. Das ist bei Anti-Terror-Anlagen aber völlig irrelevant. Wir werden heute einen riesigen Einsatz in München sehen. Wenn ihr dort unterwegs seid, bleibt zu Hause, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf und kommentiert fortlaufend unter dem Video die neuesten Entwicklungen. Das hier ist jetzt wirklich nur die erste Eilmeldung. Wundersamerweise gibt es hier in den ersten Minuten sogar hier eine Videoaufnahme und es bleibt jetzt nur abzuwarten, was am Ende dabei herauskommt. Aber wenn wir mal wieder raten müssten und unser Bullshit-Bingo bemühen, dann würde ich vermuten, dass es sich hier um einen nicht-deutschen Täter handelt, der hier im antisemitischen Wahn oder im Wahn der Hamas oder so weiter einfach hier dann angefangen hat zu schießen. Ihr erinnert euch an meine Anzeige beim Generalbundesanwalt wegen des Mitglieds der Hisbollah hier in Berlin. Es ist jetzt schon über 3 Wochen her, der junge Mann ist weiterhin nicht verhaftet. Es wäre jetzt ein krasser Zufall, wenn er es in München wäre, der um sich schießen würde, aber dann hätten wir dokumentiert, dass wir vorher die Behörden gewarnt hätten. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Ich hoffe, es gibt keine Verletzten und keine Toten in München und es ist einfach nur ein Irrer, der vor einem Gebäude durchgedreht ist, aber wir hatten selbst gestern in Berlin eine Schießerei im Rotlichtviertel in der Bülowstraße. Ein unbeteiligter Radfahrer ist Opfer einer Schießerei geworden und verstorben. Ich bin gespannt, was der Tag heute noch so bringt. Es wird jetzt auf jeden Fall die Eilmeldung des Tages. Damit sage ich, abonniere den Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und damit ciao, bis bald.